Ein ausgedehntes Feuer hat am Freitagmorgen den Anbau eines Wohnhauses in Leck sowie eine Garage und zwei darin untergestellte Autos komplett zerstört. Den Brand hatten die Hausbewohner gegen 5.15 Uhr selbst bemerkt und über Notruf die Feuerwehr alarmiert. Als wir eintrafen, schlugen aus dem Dach des kombinierten Garagen- und Wohnanbaus bereits Flammen, so Feuerwehrsprecher Michael Bruch. Mit der Drehleiter wurde der Brand von oben bekämpft, dafür wurden auch Teile des Garagendaches aufgetrennt. Durch ihren schnellen Löscheinsatz konnten die Feuerwehrleute ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindern. Menschen wurden nicht verletzt. Nach rund 2 Stunden war der Brand gelöscht. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens stehen noch nicht fest. Die Polizei nahm noch am Brandort die Ermittlungen auf.